Guten Tag, wir drehen hier im Rahmen eines YouTube-Videos und hätten eine kleine Frage. Hätten Sie einen Moment Zeit? Eigentlich nicht. Also versuchen wir es. Ja, es geht darum, ich lese Ihnen jetzt etwas vor und ich würde ganz gerne wissen, was Sie denken, ob sich dieser Vers in der Bibel befindet oder im Koran. Ja, was heißt denn, Vater? Frag sie. Hey, was sprichst du die Mädchen an? Frag sie, geh mal. Was sprichst du die Mädchen an? Haben die Ja gesagt? Keep smiling jetzt schon. Haben die Ja gesagt? Wir haben Nein gesagt, weil er nach der Nummer gefragt hat. Die einen hat sie, ich gebe. Emil, du schläfst heute auf der Couch. Assalamu alaikum, ich bin hier mit Hayley Maria. Hayley Maria. Und wir waren jetzt heute unterwegs und haben ein kleines Video gedreht. Es geht um ein Quiz, wo wir die Leute gefragt haben über Stellen aus der Bibel und Verse aus dem Koran. Und ich weiß gar nicht, wie fandest du das? Sehr gut, war sehr interessant. Viel Spaß. Viel Spaß mit dem Video. Hallo, mein Name ist Hayley Maria und ich bin TikTokerin und ich bin sehr dankbar, mich mit Isam Bayan treffen zu können. Keep smiling, it's sunnah. Ein Weib lerne in der Stille mit aller Untertänigkeit. So, was würden Sie daraus... Genau, ob Sie denken, dass das immer eher in der Bibel stünde oder eher im Koran? Ich glaube, das geht eher in den Koran, ne? Das ist aus der Bibel. Ach, das ist aus der Bibel, ja. Ach, da geht's schon los. Hätte man nicht gedacht, ne? Es sollen auch ihre Kinder vor ihren Augen zerschmettert, ihre Häuser geplündert und ihre Frauen geschändet werden. Was denkt ihr, woher kommt das? Das ist schon brutal an, ne? Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ist echt schwierig zu sagen. So vom Gefühl, Bibel oder Koran? Ich glaube Bibel, oder? Ja. Richtig. Ein Weib lerne in der Stille mit aller Untertänigkeit. Was denkt ihr? Koran, okay. Haben Sie das verstanden auch, also die Stelle? Nochmal kannst du dazu sagen. Das war die Bibel. Das war tatsächlich aus der Bibel. Die Zauberinnen sollst du nicht leben lassen. Bibel oder Koran? Koran? Das war auch die Bibel. Okay. Die sind gerade bloß vom Tierarzt nach Hause. Und zwar, es geht darum, dass wir ein Quiz, sowas wie ein Quiz vorbereitet haben. Ich lese dir was vor und du guckst dann so, okay, kommt dir das vor, als ob das aus dem Bibel ist, aus der Bibel ist oder ob das aus dem Koran ist, ja? Also, wehrt das Böse durch das Gute ab. Was denkst du, wo kommt das her? Keine Ahnung, das weiß ich jetzt gerade nicht. Bibel oder Koran, so vom Gefühl her? Ich glaube eher Bibel. Ja, das ist vom Koran. Euch euer Glaube, mir mein Glaube. Also mir mein Glaube, würde ich sagen. Auf der Bibel ist das natürlich auch, ne? Nein. Koran. Okay. Will sie sich aber nicht bedecken, so schneide man ihr das Haar ab. Nun es aber übel steht, dass ein Weib verschnittenes Haar habe und geschoren sei, so lasset ihr Haupt bedecken. Was denkt ihr? Ich weiß, dass es aus der Bibel kommt. Sehr gut. Das ist richtig. Und was denkst du davon? Also was hältst du davon? Also ich persönlich finde sowieso das Alte Testament extrem schwierig. Und auch ja, sowohl Katholiken als auch so Evangelismus. Religion ist generell ein bisschen ein schwieriges Thema, finde ich. So generell eine allgemeine Ethik festzulegen, ist in meinen Augen nicht wirklich ethisch. Der Mann aber ist des Weibes Haupt. Ich muss sagen, das hört sich eigentlich nach jeglicher Art von Religion an, oder? Also du sagst jetzt jegliche Art von Religion. Ja. Glaubst du, dass im Islam der Mann über die Frau steht? Ich glaube, dass im Islam noch sehr viel stärker als im Evangelismus eine Gleichberechtigung herrscht. Okay. Woran machst du das fest? Zum Beispiel an solchen Zitaten, ne? Also ich habe mir mal öfter was dazu durchgelesen oder mich ein bisschen informiert. Also denkst du oder glaubst du, dass die Frauen im Islam viel mehr Rechte haben, als man das immer so denkt oder als es in den Medien dargestellt wird? Ich glaube, der Koran sieht das auf jeden Fall so vor. Mhm. Aber ich denke auch, dass an einigen Ecken der Mensch so interpretiert, wer das möchte. Dass natürlich jeder Mensch ist irgendwie anders. Aber ich glaube, dass so das Negative, was man immer denkt von der islamischen Kultur, nicht überwiegt, auf keinen Fall. Ganz kurz, hast du gerade hinter mir geguckt so? Oder nee. Hast du gespickt? Nein. Weil Spicken ist auch im Islam haram, ne? Ach so, ja gut. Nee, würde ich auch sowieso nicht. Das sind meine eigene. Es gibt eine Aussage des Propheten, der hat gesagt, derjenige, der spickt und schummelt, der ist nicht von mir. Also der ist sozusagen, ja, gehört nicht zu ihm. Ja, nee, finde ich gut. Könnte ich mich auch mit identifizieren. Ja, nee, also... Dann bist du herzlich willkommen zum Islam. Und ein Schwein spaltet die Klauen, aber es wiederkäut nicht. Darum soll es euch unrein sein. Von diesem Fleisch sollt ihr nicht essen, noch ihr Aas anrühren, denn sie sind euch unrein.
Koran. Bibel. Echt? Aber ich dachte, wir essen kein Fleisch. Der Mann aber ist des Weibes Haupt. Der Mann ist des Weibes Haupt. Ja, Weibeshaupt. Also es heißt im Prinzip so viel, dass die Frau die Obermacht hat und der Mann als solcher... Nee, dass der Mann die Oberhand hat. Gut, aber was soll man dann dazu noch sagen? Genau, ob es wohl in der Bibel oder im Koran steht. So, okay. Also tendenziell würde ich sagen, müsste es im Koran sein. Ja. Okay. Das ist auch die Bibel. Genau. Wenn jemand einen Menschen tötet, so ist das, als hätte man die ganze Menschheit getötet. Was denkst du? Boah. Bestimmt auch Bibel. Auch Bibel? Warum? Weiß ich nicht. Hört sich das zu gut an oder zu lieb an oder warum? Keine Ahnung, in den 10 Geboten ist ja auch sowas irgendwie drin, dass man keine Menschen töten kann. Ja, aber das steht im Koran. Ein Weib gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie des Mannes Herr sei, sondern still sei. Bibel oder Koran? Könnte beides sein, das ist ja schon völlig veraltet. Also bin ich für beides. Für beides. Okay, das ist auch aus der Bibel. Wenn jemand einem Menschen das Leben rettet, so sei es, als habe er die ganze Menschheit gerettet. Bibel? Koran. Okay. Ich glaube, die Ratten, die sind gerade unruhig, ne? Ja, die werden gerade unruhig. Ja, wir wollen sie noch nicht stören, dann können sie ruhig weitergehen. Kein Problem, alles gut. Bitteschön. Ja. Wird eine Jungfrau von einem Mann innerhalb einer Stadt vergewaltigt, sollen beide sterben, auch die Unschuldige. Ja, hier im Christentum, glaube ich, sollen beide nicht beide sterben, ne? Wahrscheinlich nur der, der sich vergewaltigt hat, ne? Aber das ist auch unterschiedlich, die Antwort. Also, was glauben Sie? Ich glaube nicht. Ne? Also Koran eher? Ja, eigentlich ja. Ne? Bibel. Ja, auch, ja, Bibel, auch ja. Bibel. Sorry. Meine Barmherzigkeit umfasst alle Dinge. Das ist ja nahezu international, wenn man das so will. Also muss es im Prinzip von Leuten, die über die Maßen gläubig und auch so ein Jesus oder wie auch immer, dann vom Gefühl würde ich sagen, im normalen christlichen Sinne. Okay. Ja? Das steht auch im Koran. Wenn jemand einen Menschen tötet, so ist es, als hätte er die ganze Menschheit getötet. Eigentlich ja. Ja, also manchmal, das könnte auch der Bibel sein. Ja. Koran. So was Friedliches aus dem Koran. Wer seinen Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Koran? Bibel. Okay. Wir glauben an Gott und an das, was uns und was Moses und Jesus gegeben wurde. Wir machen zwischen ihnen keinen Unterschied. Ja, das könnte auch aus der Bibel sein. Genau. Ja. Koran. Auch Koran. Ist ja ungefähr alles gleich im Grunde genommen. Sehr schön. Eigentlich ist es im Grunde genommen gleich. Ja, wo jetzt dran geglaubt wird, ob an Gott oder an ihren anderen Leuten, dann ist immer so unterschiedlich. Also jeder soll ja irgendwo glaubt, oder immer im Himmel ist was Besonderes. Genau. Und wer jetzt da ist, ob vom Koran der Höchste oder bei uns der Höchste ist. Also ich finde, das sollte man eben nicht abwägen. Es geht nicht darum, dass wir irgendeine Religion schlecht darstellen. Was wollen wir eigentlich mit dem Video machen? Das kannst du uns kurz erklären. In meinen Augen herrscht in Deutschland einfach eine Islamfeindlichkeit, die es anzugehen gilt. Und deswegen finde ich es umso wichtiger aufzuklären, dass der Islam eine friedliche Religion ist. Und mit diesem Quiz zeigen wir auf, dass selbst in der Bibel, wo viele Menschen, die hier leben, denken, okay, die Bibel ist ja so friedlich, solche grausamen Verse beinhaltet. Was nicht bedeutet, dass wir Christen jetzt total grausam sind und anfangen, Menschen abzuschlachten, nur weil das da drin steht. Wir machen das Video, um aufzuzeigen, dass der Islam eben so friedlich und schön ist. Keep smiling. It's so nice. Folgt ihr und der Kanal von ihr ist unten mit drin. Wassalamu alaikum.